Es geht schon wieder weiter. Wir haben zuletzt hier einmal Frieden geschlossen mit dem lieben Ralf, zumindest so ein bisschen, ne? Und ja, wir werden jetzt hier auf dem Hof noch weitermachen. Wir haben ein bisschen zu tun, aber erstmal stehen wir hier noch, quatschen und dann schauen wir mal, was sich noch so weiter ergibt. Kara, ich rufe mal hier beim Bolleck an, okay? Ja, mach das, mach das. Liebe Grüße, ne? Ja, mache ich. Kara? Ja? Kennst du irgendjemanden, der vielleicht also so Lohnertätigkeiten macht oder so? Ja, tatsächlich kenne ich da jemanden mehr oder weniger gut. Also etwas. Ja, ich hab's ja jetzt leider, dass so der Winter so plötzlich kam nach meinem Schlaf. es sind halt drei Felder, die jetzt vielleicht umgeschmissen werden, wenn du da jemanden kennst. Ich wollte sagen, lass mich mal kurz telefonieren. Oh, okay. Oh, das geht doch schief, oder? Was jetzt? Hitler steht alles aus. Oh, Moment. Ja, hallo? Gute Oswin. Rosenberg. Gute. Ja, hallöchen, wie geht's dir, mein Lieber? Hallöchen. Ey, schön, dass wir auch mal wieder was hören, Mensch, Kara. Ne? Ist so. Ja, alles fein. Ich bin bei meinem Onkel. Du bist bei deinem Onkel? Ja, in Fichtal. Ach, das ist ja ein Zufall. Ich bin nämlich auch gerade im Fichtal. Ach, siehst du, das trifft sich hervorragend. Hervorragend? Ja, möchtest du nicht mal vorbeikommen? Ja, du. Mein Onkel hätte da ein Anliegen und da musste ich tatsächlich direkt an dich denken. Ja, ich kenne wahrscheinlich. Kenne ich deinen Onkel? Nein. Nee. Nicht, dass ich wüsste. Ich bin hier gerade. Also ich bin hier gerade, ich stehe gerade beim hiesigen Händler, beim Heinz. Wo muss ich denn hin von dort aus? Das ist die Tierheilpraxis Felfit, die ich eröffnet habe. Ich schicke dir einfach das per Navi, ja? Ja. Ich schicke dir eine Nachricht. Okay, perfekt. Ja, kein Problem. Schicke dir einen Standort. Das ist, glaube ich, am einfachsten. Gut. Super. Kannst du mir die Feldnummer noch sagen, zufällig? Das ist in der Nähe von 144. Zwischen 144 und 6. Da hast du den Hof, beziehungsweise meine Praxis. Auf der rechten Seite. Südlich. Siehst du es? 144 und 6. 144, 6, 5, 11, ach, ja, rechts. Ja, 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 alles klar, alles und klar. Und genau, wie gesagt, der Hof bei der 144, zwischen 144 und das ist eine 6, ja. Ja, alles klar, nee, wunderbar, da komme ich da mal hingedüst, das ist ja unweit vom Händler. Ja, das stimmt. Alles klar, gut, bis gleich. Bis gleich. Bis gleich, Kara. Okay. So, Onkel Arthur, er kommt vorbei. Ralf kennst du doch auch, ne? Ich habe Oswin mal eben angerufen. Ah, Oswin. Oh, der kommt rüber, oder wie? Was? Ostwind? Ja. Oswin. Oswin heißt er. Ach so. Kara, auf jeden Fall, warum musst ich da Rosenberg bin, sagen. Wie sitzen bei dir gerade aus? Hast du Termine frei, zwecks Tiere angucken? Oder wie ist das gerade? Ja, können wir. Ja, okay, wir? Weil mein beste Milchgut Bertha hat vorne links am Huf, das ist ein bisschen geschwollen und die läuft ganz komisch, also ich gehe mal davon aus, da wird sich irgendwas entzündet haben oder so. Außen am Hufrand oder? Ja genau, außen am Hufrand, das ist ganz, ganz dick und die tut da kaum auftreten, also ganz, ganz schwierig. Okay. Nee, bring ich mal was mit, machen wir später, okay? Ja? Gar kein Problem. Ja. Oh Gott, das ist doch. So viel Platz ist doch gar nicht bei mir am Hof. Kara, ich habe Bolleck erreicht. Ja, super. Und? Was sagt er? Der kommt die nächsten Tage vorbei. Sein Chef hat ihm das erlaubt, dass er selber die Pferde herbringt. Ah, wie schön. Sehr schön. Hallo. Bolleck kommt uns das besuchen. Oh. Ja, Oswin. Ja. Ach. Hallo. Ralf, grüß dich. Genau, hallo. Was treibt dich denn da nachher? Ja, die Kara hat mich angerufen. Ich bin hier gerade ein bisschen auf der Suche nach Arbeit in Fichtal, weil in Rehbach nicht mehr allzu viel los war und wir dort nicht weiterkommen wegen der Ansaat. Und Dezember alles schlecht. Ich habe aber schon gesehen, alter Schwede, habt ihr noch viele unabgeerntete Felder hier stehen? Ja, der kam ein bisschen überraschend. Genau, der Wintereinbruch kam jetzt ganz schön schnell. Ja. Und, aber das ist, sage ich mal, geschickt, dass du nach Arbeit suchst, weil ich habe nur ein Feld, das hat man nur Umbrecher bevor. Jetzt dränge dich nicht vor. Ach so, stimmt, da war ja was, ihr wart ja zuerst da, ihr hättet ja auch noch was. Also Oswin, darf ich dir meinen lieben, lieben, liebsten Onkel vorstellen? Ja? Das ist Onkel Arthur. Hallo Arthur. Hallo. Hallo, grüß dich. Ostwind? Nee, warte, das war anders, wa? Oswin. Ach, Oswin. Ach so. Ja, Oswin. Oswin Rosenberg.
Rosa Agrar. Ach so, ja, Rosaberg. Ja, ja, richtig. Rosenberg. Wie die Rose. So, okay. die rote Rose, die blüht so schön. Entschuldigung. Ja. Und das ist der Hof hier von Ihnen, oder wie? Ja. Ja, richtig. Das ist der Hof von deinem Onkel, Kara? Ja, genau. Und hier habe ich jetzt meine Tierheilpraxis aufgebaut. Die Tierheilpraxis? Für Hühner oder was? Jegliche Tiere. Ach, echt? Richtig. Ja. Ja, die Hühner sind mir. Das sind ja. Ach so. Und mein Onkel ist, by the way, auch Knochenbrecher, wenn du mal was hast. Oh, ey, geh weg von meinem Bein, du Huhn. Das kann doch nicht wahr sein. Lass das Tier in Ruhe. Das arme Huhn. Guck mal, das ist so schön. Die haben mich hier angeknabbert. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Die sind gut erzogen. Die sind friedliche Hühner. Ja, super. Die kicken manchmal. Da hast du schon recht, das stimmt. Aber Herr Eisele, die brauche ich dann auch noch mal. Ja, mir war es falsch beim Du auswinkeln. Ja, Ralf. Alles gut. Was hast du denn, Kara? Erzähl mal. Wie, was ich habe? Ja, du hast gesagt, du hast irgendwas zu tun irgendwie oder so. Mein Onkel hat was zu tun. Ach so, ja. Guck mal, hier auf der Karte, ne? Pass auf, ich zeig dir jetzt mal was. Da sind ja so Feldnummern eingegeben, ne? Mhm. Und bei dem Feld 25 und der 25, 36 und 107. Ja, sehe ich. Da müsstest du einmal drüber fahren und mit einem Flug oder mit einem groben. Das müsste halt weg, leider, weil das ist halt, ne? Da kann man jetzt halt nichts mehr runterholen. Ist das erntereif? Das ist, die 107 nicht, aber die 25, 36 weiß ich jetzt gerade nicht. Ne, die 25 könnte erntereif. Die 25, glaube ich, erntereif, oder? Ja, aber das müssen wir ja. Das müssen wir ja sowieso, das muss ja weg. Also das muss umgehauen werden, ne? Aber jetzt kannst du jetzt nichts mehr machen, ne? Ja, moin! Ja, Heinrich, Hallöchen. Hallo Heinrich. Die Frage wäre ja aber, die ganzen nicht abgeernteten Felder, die hier erntereif sind, habt ihr mal drüber nachgedacht, ob ihr vielleicht häckselt für die Biogasanlage? GPS. Weißt du, das kann man machen. Ganzpflanzensilage, genau. GPS. Das ist eigentlich keine schlechte Idee. Also, das war schon gefragt. Weg muss es ja sowieso. So kriegt man vielleicht noch ein paar Pinunzen dazu. Weil dann könnte man ja Didi oben, den kenne ich nämlich noch aus Rehbach, von der Biogasanlage. Ach, ja, klar. Hier, Didi. Ja, genau. Dann könnte man den mal anrufen und fragen, ob er nicht mal die unabgeernteten Felder vielleicht GPS machen wollen und bei ihnen die Biogasanlage fahren. Da hat er bestimmt Interesse dran. Da gehe ich ganz stark von aus. Also, ich auch. Gibt's Geld? Das wäre ja unfassbar schade, das Ast umzubrechen. Aber Heinrich, Arthur, Mann, ich komme auch schon durcheinander. Ja. Zwei alte Leute nebeneinander ist nichts für mich. Heinken! Ja, schon. Was soll das denn heißen? Arthur, hast du mir nicht was gesagt? Also, hör mal zu, solange du deine Füße unter meinem Tisch hast hier, wa? Gehörst du auch hier dazu? Heinrich? Naja, der hat sich hier einquartiert bei mir. Ich habe mich hier bei Arthur einquartiert. Kara hat mich mitgenommen. Ey. Hä? Ihr zwei, ist das irgendwie, muss man da, ist ihr zwei hier? Hä? Kara, machst du ja, hier? Du, die was? Kennt sich schon seit Jahren, ne? Machst du hier mit einem anderen hier oder was? Oder? Was? Naja, wir haben doch da. Was heißt denn jetzt hier mit einem anderen? Die Unterkunft zusammen auch und alles. Kara. Du hattest ein Zimmer, ich hatte ein Zimmer, ja? Ja, das ist auch richtig. Genau. Aber ich habe ja gedacht, naja, gut, wir haben jetzt schon ein paar Mal zusammen gefrühstückt, ne? Ja. Aber nur Frühstück. Es war Frühstück und Schach. Also Freund. Ich frage einfach mal. Ich drücke einfach mal den Arsch direkt ins Gesicht. Hast du einen Freund? Hast du einen Freund oder also, was? Der Heinrich, dein Freund? Ich, Heinrich, bist du ich, da? Ist der Freund? Also wenn ich mal... Ich weiß noch nicht mal, wie ich das... Denke, ne? Onkel Arthur! Nee, da sagst du jetzt gar nichts von. Ja, Arthur, damals auch mein Heuboden. Nee, du auch nicht. Heinrich, ne? Ich krieg die Krise, oh mein Gott, das ist so peinlich. Es ist so peinlich. Ja gut, ich will aber... Arthur, was anderes. Arthur, Feld 36. Hattest du mir da nicht gesagt, dass du da Kartoffeln drauf hast? Arthur? Moment. Hab ich. Da hast du gestern noch was von gesagt. Ja, das sag mal, habt ihr noch, ich muss mal blöd fragen, habt ihr noch Zuckerrüben irgendwo erntereif? Oh, nee. Also ich persönlich nicht, nee. Ich hab keine, nee. Ich auch nicht. Zuckerrüben wäre natürlich absolut, das wäre natürlich der Hammer. Wenn ihr erntereife Zuckerrüben, naja, wahrscheinlich eher schwierig. G-
Gut, du musst aufpassen, du redest gleich auf einen Huhn drauf. Ja, Entschuldigung. Ich würde mal ganz kurz vielleicht hier bei What's Farm mal was reinschreiben, dass alle die unabgeerntete Felder haben, weil ich habe nämlich auch einen Auftrag Feld 5 drechen. Warte mal, war das nicht Feld 5 drechen? War das? Das war bei mir, genau. Dann macht der GPS draus, wenn das noch geht. Genau. Und ja. Dann können wir doch mal gucken, was war das? Drechen ein bisschen spät. Was waren das andere Feld? Das war jetzt Feld 25, ne, Arthur? Genau, 25, 36 und die 107, die ist oben bei der Buch. Also erstmal Feld 25 GPS und dann grubbern, ja? Ja. So, die 36, muss ich mir auch schreiben, die 36 ist, wo ist das bei der Burg, wo ist denn das? Ne, die 36, die ist etwas unterhalb von der 25. Achso, da ist gar nichts, oder was ist da drauf? Da sind Kartoffeln, aber die sind noch nicht fertig. Und die sollen runter, die sollen weg. Ja, die kannst du wegmachen, bringt ja nichts. 36, also 36 grubbern, ja. Und welches Feld noch? Die 107, das ist so ziemlich... Warte, ja, sehe ich. Wenn du auf die Karte guckst. Sehe ich. Da ist Sojabohnen drauf, aber... Ja. Auch nicht gerne reif, oder? Nee. Nee. Aber die kann man wahrscheinlich auch noch nicht... Ja, also die auch grubbern. Gut, ja, vielleicht kannst du ja mal probieren, ob du die auch noch vielleicht für die was machen kannst mit. Ja. Man kann ja vielleicht, wenn man dann noch ein Feld um die Ecke dazu hat oder so, dann ist es ja vielleicht kein Problem, da eben mit vorbeizufahren und einmal anstechen. Vielleicht klappt das ja. Genau, und dann machen wir Feld 5 nach GPS, ja? Ja, genau. Und dann auch. Ach, das ist ja hier gegenüber. Ja. Und wenn du dann noch Kapazität dann hättest, irgendwann mal so die Tare. Ja. Moment, was war das jetzt? Ach, mein alter Kopf. Die 137. 137, ja. Ja, und die 137 müsste noch gekarrt werden, bitteschön. 137, wo ist die denn? Die ist ein Stückchen oben, hier über dem Hof. Ja, ich sehe es. Ja, und die 1, da ist was angewachsen, aber das ist jetzt alles erfroren. Die könntest du auch noch umlegen, bitte. Da ist nichts zum GPS machen. Grubbern, ja? Genau. Sag mal, Heinken, hast du die Flasche noch da? Also, theoretisch reißt das gleich noch Grubbern, nicht. Oder wollt ihr tiefen gelockert? Oh, wie viele Gläser hast du denn? Warte mal kurz. Ich hatte jetzt 5 Gläser, das. Aber ich muss mal kurz telefonieren. Also bei mir reicht tatsächlich mit Grubbern. Grubbern, ja. Karin, alles ist klar. Du mal einen Moment? Ja, klar. Gut, also alles Osmin, klar. Osmin, ja? Ich hätte auch noch ein Feld, und zwar, wenn du auf der Karte guckst, Feld 20, gleich da oben an der Hauptstraße. Da. Hi. Hi. Ich habe eine ganz kurze Frage, und zwar bin ich gerade mit unserem 511 am Ballen abladen. Ja. Und der ist ein bisschen leicht auf der Hinterachse. Habt ihr zufällig ein Gewicht, was ich mir mal kurz ausleihen könnte? Uff, frag am besten da meinen Onkel, weil die Gerätschaften hier, die gehören tatsächlich ihm und nicht mir. Ah, okay. Also ich sage jetzt mal, ich wohne hier mit auf dem Hof, die Tierheilpraxis führe ich, aber alles, was du sonst siehst, bis auf die Pferde, die bald einziehen, ist alles von meinem Onkel. Ah, okay, alles klar, das wusste ich nicht. Ja, gar kein Problem. Dann klopfe ich ihm nochmal kurz auf die Schulter. Danke. Ja, mach das. Sven! Ja? Hier kommt der Dixi nochmal zum Aufwärmen. Ja, pass auf, da sind wir so. Danke. Wer ist denn hier doch alles eigentlich? Kenne ich ihn hier? Danke, alle? Danke. Und du, das ist auch dein Fisch. Ich bin doch Dirk Hoffmann. Wer? Dirk Hoffmann. Dirk Hoffmann, haben wir uns schon kennengelernt? Nein. Nee, ne? Ich wollte gerade sagen, sie habe ich noch gar nicht kennengelernt. Ja, aus wie Rosenberg, mein Name. Also, Leute, auf die innere Wärme, ne? Können wir schön trinken. Prost! Prost! Prost, gleich beim Du von mir aus. Ja, gerne. Herr Hoffmann, was machen Sie hier? Oh, yes, das ist ich bin stark. Tatsächlich auf der Suche nach Arbeit. Aber zu der Jahreszeit Arthur, hast du mal eben Moment. Gerade, ne? Haben Sie zufällig Ahnung von Schneeschieben? Herr Hoffmann? Ja? Harald, du wartest kurz. Herr Hoffmann, kommst du mal mit. Wir gehen mal um die Ecke kurz. Ja, immer. Harald, was wollt der Rosenberg von dir? Ich kenne den aus Rehbach.
da ist, man hat sich kennengelernt, man hat im gleichen Haus ein Zimmer gehabt bei Herrn Kleinen. Ich weiß nicht, ob du den auch kennst noch. Ja, von Kalle. Jahren. Ja, genau. Ja. Und der hat doch so ein so nettes Häuschen und da haben wir beide ein Zimmer bei dem gehabt. Und ja, natürlich, man Frühstück zusammen, wir haben Schach zusammen gespielt. Oh, wir haben doch früher auch noch Schach gespielt. Kannst du noch Schach? Können wir wieder Schach spielen, bitte? Ja, das habe ich schon ewig nicht mehr, aber für dich würde ich es nochmal probieren. Okay. Das machen wir. Aber nee, der kam so ein bisschen komisch vor. Ich weiß nicht, der hatte, glaube ich, Avancen bei dir. Ralf? Weiß nicht. Der hat, ja. Ich glaube, der weiß hat nicht. Da, ich glaube, der hat da so ein bisschen was. Ja, ja. Es ist ja. Naja, also ich sage jetzt mal, dafür fehlte, glaube ich. Also mein, er ist nett, das kann ich nicht anders sagen, aber viel mehr kann ich da ja, weiß ich nicht von dem. Man hat gesagt, man verbringt mal einen Abend zusammen, aber da ist es nie zu gekommen. Und ich sage jetzt mal, oh Gott, wie soll ich es dir denn sagen? Du weißt, dass ich Heinken schon ewig kenne. Wir sind ultimativ lange Freunde. Kind, pass auf, du brauchst mir ja nichts erklären. Ich weiß so, wie der Hase läuft. Lass dich von so Typen nicht komisch anflanken oder so. Wenn man ist, sagst du Bescheid. Da komm ich vorbei und dann regel ich das. Okay. Und ansonsten werd glücklich mit Dingen Heinrich. Und ja. Und ich würde mal sagen, ich weiß, wenn nicht hier sind ja noch ein paar da. Heute Abend, so jeden 6 oder so, kommen da mal alle rüber auf den Hof, dann mache ich eine Tonne an und da trinken wir mal lecker Likörchen, lecker Bierchen. Oh, oder dann machen wir das. Das klingt gut, da bin ich sofort dabei. Dann schiebe ich meine Arbeit. Ja, oder auch gern mal alkoholfreies. Wer nicht will, das ist gar kein Problem. Ja, das klingt sehr gut. Das ist ganz, ganz lieb von dir, Heinrich. Nein, aber du, wie gesagt, den Oswin, den habe ich so kennengelernt. Er ist ein Netter. Ich kann da gar nichts anderes sagen, aber viel mehr, ja, was soll ich da meinen? Und wie gesagt, Heinken, du weißt, ich kenne ihn seit Ewigkeiten. Und jetzt ist das erste Mal, wir haben immer weit auseinander gewohnt. Jetzt ist das erste Mal, dass man wirklich ja viel Zeit sehr dicht beieinander verbringt und so. Da mal gucken, was da kommt. So, wenn Pippi im Dorf behalten, Heinrische, das sind die besten Jungs. Das sagst du nur, weil du genauso heißt. Ja, ich bin halt zu alt für dich, Kind. Wir kennen uns so lang. Aber behalt dich den Jungen, das scheint eine vernünftige zu sein. Wenn du das sagst. Ja, so. Da vertraue ich auf deine Lebensweisheit. Wollte ich gerade sagen, du weißt doch, ihr Menschen, Kenntnis und Erfahrung. Die hast du. Ja. Die hast du definitiv. Aber mein Onkel auch. Ja, natürlich. Ihr beide. So, ihr seid Lieben, die Besten. Ich muss aber wieder los. Ja. Ich, wie gesagt, aber heute Abend bei mir. Aber das noch klappt mit deinem Gras, was du da mit Kett hast. Alles wunderbar. Alles ja, wunderbar. Okay. Ja. Na, ich habe nur Gas gegeben, ha? Ja, ich hatte ja Unterstützung vom, ach, hier ist er jetzt noch, vom Dieter, am Amsler. Ja, okay. Ja, der ist ja auch neu und der hat da 1A Arbeit gemacht. Das ist ein super Jung. Oh ja, das ist ja nicht schlecht, wenn man so jemand hat. Ja, genau. Du kennst doch Didi, oder nicht? Ralf, Didi müsstest du doch auch kennengelernt haben in Rehbach, oder? Nee, hast du gar nicht mehr. Stimmt, du hast Didi gar nicht mehr kennengelernt. Nee, Didi sagt mir tatsächlich nichts. Ja, nee, ja. Ist ein Feini. Ja, okay. Ja. Kinder, ich muss los, ne? Wegen meiner Kuh da mit dem Problem. Du rufst mir dann einfach an, oder? Genau, machen wir. Das machen wir auf jeden Fall so. Ja, okay. Da komme ich vorbei. Bitte? Alles klar. Ich sag, dann heute Abend sehen wir uns, ne? Auf den Weg. Ja, auf jeden Fall. Okay, dann bis später. Schönen Tag. Du auch. Ja, dir auch. Ne? Danke, tschüss. Hast du nicht so weit. Was ist denn heute Abend? Gibt's heute Abend? Ja, heute Abend. Feuertonne, Bier und so. Bis spätestens heute Abend. Ja, tschüss. Ja. Das können wir hin. So, ich bin weggenass, ne? Bis denn. Jo, tschüss. Tschüss. Du kannst mich ruhig Ralf nennen. Achso, ja. Okay, tschüss, Ralfle. Tschüss. Ah, du hast jetzt noch einen übergelassen für mich? Ja, sicher. Hier, warte. Wo hab ich's denn? Heinken, wir sind heute Abend auch eingeladen von Heinrich. Ja, hat er mir gerade nicht mitgesagt. Ah, perfekt. Schön. Danke. Prost. Warum? Nee, hat er gerade gesagt. Also ich muss sagen, also man ist hier. Ist sehr herzlich alles, ja. Ich habe ja, mich gerade ein bisschen wie die neue Dorfmitte gefühlt, aber ja. So viel los war schon lange nicht mehr hier, gell? Nee, tatsächlich nicht. Aber dann. Kara, wie viel hast du was schon mit den Oswin zu tun gehabt? Naja,
Wir haben im gleichen Haus gewohnt. Ja, man hat zusammen gefrühstückt. Man hat zusammen Schach gespielt. Ich meine, da muss man ein bisschen gucken, dass das auch alles seinen richtigen Dingen zugeht, meine ich, ne? Hä? Ja, wegen, hier, wie heißt jetzt? Ich glaube, da brauchst du dir keine Sorgen machen, ne? Ne? Alles gut, ne? Wovon redet ihr denn? Ja, gar nichts. Oh, schönes Wetter. Nee, warte mal. Hey. Okay, okay, Arthur. Schönes Wetter. Hä? Ne? Männergeschichte, Kara. Ja. Verstehe euch nicht. Oh, ja, oh, egal. Schön, ja. Geht's dir denn? Jo? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ihr... Du willst dich gut das in der nicht... Suppe machen, du sag ich dir. Sag ihm, nein! Ja doch! Eine schöne Hühnersuppe? Das... Na, ich muss euch nicht verstehen. Wo ist er, Nui? Kuckuck. So. Da ist er ja. Oh Gott, der hat sich aber... Du wusstest gar nicht, dass du zaubern kannst, Mensch. So, und du hast jetzt alles für deine Felder klären können? Ich hoffe es doch, ja. Ich denke... Also aber, ich habe gesehen, dass er es sich aufgeschrieben hat. Das wird schon hinhauen. Ja, doch. Ja, wenn da irgendwie was ist, dann sagst du Bescheid. Wie gesagt, ich kann ja mit Oswin ganz gut. Wir haben uns eigentlich... Wir hatten so ein paar Differenzen zwischendurch aus Versehen und... Das ist, ja... Aber trotzdem glaube ich, dass es noch okay ist. So wie er mit dir gesprochen hat, ich glaube, wenn der nicht aus dem Puschen kommt, dann brauche ich nur dir sagen. Dann frisst er mir aus der Hand. Vielleicht. Der kam mir gerade schon ein bisschen wieder komisch vor. Wie was? Wie eine Kuhmilch? Komisch. Komisch. Ja, was soll ich denn sagen? Ich habe doch mit dem nichts gehabt, Mann. Wie gesagt, man hat sich gut verstanden, Mann. Ich habe ihm Frühstück mal fertig gemacht. Das war das meiste vielleicht. Ja, und das, was denkt er sich dann dabei? Sofort. Weiß ich nicht. Jetzt hör doch mal auf, immer sofort so zu denken, Mensch. Entschuldigung. Ist alles super. So wie es ist, ist es super. Ja, hoffe ich. Ja. Ich habe auch Aufträge gekriegt, von daher. Passt. Ich auch. Ich habe auch einen Auftrag. Ja? Von Ralf. Seiner Kuh geht's nicht gut. Ich muss mir den Huf mal angucken. Ja, dann muss ich nachher auch noch hin, die Tage, wenn was kommt. Nachher die Tage? Was ist denn das für eine Zeitangabe? Ja, ich weiß ja das nicht, ist, wann der, das, weit, die das weit, aufgeladen weit haben und wann das bestellt wird. Okay. Der, weitführende Zeitangabe auf jeden ja. Fall. Ja. Der Sven hat mit meinen hier Andreas, meinen Kollegen sozusagen, haben die eine Bestellung aufgegeben und wollten wegen Preise von wissen, Festpreis und sowas alles. Wegen Aufträge, okay. Landhandel, ja. Rehbach nach Fichtal und Co. Ja. Okay, na gut. Also, er sagte, Sven sagte, die haben schon einige Aufträge gekriegt jetzt, nur dass die heute hier gewesen sind. Was? Da muss ich nachher auch noch anrufen, weil ich brauche Pferdefutter. Ja, und ich muss auch bei Guido anrufen. Du brauchst Pferde. Ganz genau, ich brauche Pferde, du brauchst Futter. Brauchen wir noch was? Nee, eigentlich nicht. Soll ich beides bestellen oder willst du Futter? Willst du beides bestellen? Ich habe ihm ja vorhin gesagt, dass ich Pferde bestellt habe. Dann kannst du ihm ja eigentlich auch sagen, dass die Pferde halt hierher gebracht werden müssen, die zwei. Ich kann ihm die Adresse und alles dann geben. Soll er sich notfalls bei mir melden? Also du hast bei Pferde bestellt? Ja, die sind doch schon angezahlt. Ja, genau. Ach ja, das war die Geschichte. Ja, richtig. Ja. Kann ich das sagen. Und der, warte mal, wie heißt er jetzt? Guido, wa? Ja, genau, das Guido. Ist Guido. Guido Pech, ja, und genau zu sein. Der richtet sich dann an dich, oder was, Heinrich? Genau, er muss sich dann, entweder macht das selber halt, diese Transporte, oder er richtet sich an mich als Transport- und Fuhrunternehmen. Und Spediteur. Okay, ja, gut. Hast du denn noch für deine Schweine, die du ja hast, denn noch Stroh sonst auch für die Pferde oder so, oder hast du auch noch nichts mehr? Dann müssen wir vielleicht, haben die Bauern hier vor Ort ja noch was. Ne, ich hab eigentlich noch was, ja doch. Müssen noch was haben dafür. Na gut. Brauchen wir sonst noch was für die Pferde? Ein bisschen was hatte ich ja auf Lager, deswegen. Wo kriegen wir denn noch Wasser? Kann man hier aus dem Bach einfach was rausziehen?
Ja, also so habe ich es halt immer gemacht, ne? Darf halt nur die Gemeinde nicht sehen. Ich sehe gar nichts. Ich wollte gerade sagen, Kara, bleibst du bei Arthur, dann könnte ich schon mal Wasser holen zur Not. Ich habe nichts gesehen. Oder wolltest du das machen, Arthur? Wasserstelle jetzt nochmal. Nö, das kannst du auch von mir aus machen. Dann mache ich mir hier, ne? Leg mich dann in meinen Schweinestall und dann. Ja, oder was machst du jetzt, Kara? Ich würde gleich zu Herrn Eiserle fahren, aber Onkel Arthur, wenn du willst, lass uns da zusammen hin. Wenn Heinrich jetzt zu tun hat, dann fahren wir einmal uns seine Kuh angucken. Ja, das können wir auch machen, klar. Also du hast jetzt zu tun. Ja, ich würde Wasser eben auffüllen. Dann kannst du ja nachkommen, wenn du fertig bist, wenn du willst. Ich weiß nicht, wie lange wir da brauchen. Ja, ich würde dann noch einmal eben mit meinen Kollegen eben wieder telefonieren, wegen der Aufträge, wie weit wir damit sind. Mhm. Und sonst komme ich noch nach, aber... Ja. Ja, weißt du. Ja, ich komme mit dem Trecker sonst nach. Okay. Ich glaube, ich muss mal mein Auto herholen. Ja. Ja, gut, ne? Ja. Obwohl, da das ist auch was. Da hast recht. Dann hat Andreas kein Auto. Ja, aber ansonsten, du kannst ja hier. Fahr doch mit. Kannst doch mit. Ja, ich fahre erstmal mit Trecker das Wasser und dann. Oh, ja, ja. In Ordnung. Dann. Kara, Arthur. Dann. Bis gleich. Bis gleich. Jo, so, dann fahren wir hoch. Jo, okay. Genau. Nur noch mal kurz ein bisschen Medizin und dann können wir weiter. Das habe ich doch hier hinten noch schon. Meine Tasche. So. Wagen wäre offen gewesen. Ach so. Kannst du, kannst du einsteigen? Ich habe nur Licht ausgemacht. Ich habe gehört, du sagst, wo wir lang müssen. Who ist das? Ja. Na, warte mal, das ist eigentlich zauberhaft. Eigentlich ist das, glaube ich, ganz einfach. So, genau, das ist schon mal richtig. Ja, da kann man auch herfahren. Wo muss ich denn? Ich fahr jetzt einfach naja, hier so lang. Naja, du kannst jetzt auch einfach geradeaus fahren können, aber ist egal. Genau, fahr mal da raus. Ja, genau. Da rechts. Rechts? Okay. Ja, rechts. Rechts rum! Es ist doch... Richtung Hauswand! Dieses Rechts, das ist rechts. Ja, aber doch nicht so weit rechts. Ich wollte... Also, alles gut. Ich hab meinen Führerschein vielleicht noch nicht wieder, aber das hat noch keiner überprüft. Links abbiegen. Achtung, Auto von rechts. Traktor. Ja, ich warte. Der wartet auch. Okay, dann fahre ich einfach. Super. Und jetzt ist das eigentlich nur noch geradeaus. Den Straßenverlauf 10 Kilometer geradeaus folgen. Okay. Na gut. Es ist eigentlich einfach. Ja, irgendwann sage ich das auch wieder. Bestimmt. Ja, doch, denke ich schon. Irgendwann ist das alles wieder einfach. Das denke ich auch. Ja, doch. Das heißt, irgendwann hast du es drin, ne? Ja. Irgendwann kenne ich die Wege wieder, wenn ich mich oft genug verlaufen habe. Ich kenne das ja. Der Vorteil am Verfahren und Verlaufen ist halt, dass man was von der Welt sieht. Das ist doch schön. Das sage ich auch immer. Aber das habe ich, glaube ich, auch von dir. Das ist immer eine sehr schöne Begründung. Ja, gut, das könnte sein, ja. So. Nee, der Ralf, der sagte, dass die Kuh wohl vorne einen entzündeten Huf hat. Jetzt muss ich mal gucken. Also sieht wohl nach Entzündung aus. Oh ja. Ja, das kriegst du doch schon hin, doch, denke ich. Da schauen wir mal. So, der erste echte Auftrag. So, jetzt warte mal, jetzt bist du, glaube ich, vorne rechts. Okay. Hier? Ja, ja, genau. Und, ja, doch. Okay. Bist du sicher, dass wir richtig fahren? Ja, ja. Okay. Vertrau mir. Okay. Und wieder und rechts. Jetzt? Okay. Ich meine, das Gute ist ja, ne, ich brauche nicht fragen, darf ich hier langfahren? Weil im Notfall sage ich, das ist einfach alles im Auftrag der Gemeinde und ich muss hier lang. Ja, gut, das ist ein Vorteil. Das stimmt. Ja, richtig. Wenn man mal so drüber nachdenkt. Ja, deswegen, da mache ich mir gar keinen Kopf, wenn ich irgendwo langfahre. Das ja, passt schon mal, alles. Vorne, das müsste der Hof sein. Ach ja, würde ich auch sagen. Da sind zumindest schon mal Kühe. Das ist sehr gut. Ist aber auch schön hier. Ist echt schön gelegen, ja.
Und ich meine, ich bin halt nicht, ich hab, das ist schon Jahre her gewesen, wo ich das letzte Mal hier war. Hat der den Hof neu übernommen? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Welche? Ist mir egal. Pfarrer Grabowski, hallöchen. Der Borlek hier. Borlek, alles gut bei dir? Wie schaut's aus? Ja, ich vermisse dich. Ich dich auch. Du musst unbedingt herkommen. Ja, ich versuche. Pass auf. Ich habe ein Telefonat gehabt mit, weißt du, wegen Pferdebringen, ne? Ja. Ja, aber keine Probleme. Weil Ice Cream ein bisschen krank, weißt du? Was hat Ice Cream? Ja, es ist Winter. Ein bisschen Erkältung, wie reicht. Ah, okay, ja. Hat da Decke drauf? Das ist natürlich. Tag, tag. Ich mache okay. Viel Pflege für Ice Cream. Ja, ja, ich kann dir nochmal, ich schick dir nochmal eine Nachricht, dann kannst du ihm das nochmal mit ins Futter reinmischen. Ich komme nur gerade nicht auf den Namen, welche Kräuter das sind, das könnte dann schon helfen. Vielleicht auch noch ein bisschen Pfefferminz. Hat er Schnupfen, also hat er wirklich Schleim aus der Nase oder ja, geht das noch? Ja, bisschen Schleim. Bisschen, okay. Bisschen. Ja, dann geht's, glaube ich, noch. Ja, wie gesagt, das mach da mal bei ihm ein bisschen was. Ich hatte dir doch mal so eine Kräuter... Tasche gegeben. Ja, füll da einfach mal ein bisschen was bei ihm ins Futter, so ein, zwei Esslöffel. Ich mache. Dann sollte das eigentlich erstmal wieder gehen. Wenn es schlimmer wird, müssen wir gucken, was wir machen. Aber nee, es ist nicht so schlimm, aber ich muss gucken wegen Transport, weißt du? Ich habe Angst, Transport von Ice Cream. Also wenn du Decke drum machst mit Halsteil, dann sollte das eigentlich gehen und im Transporter natürlich die Fenster zulassen für den Moment. Tag, tag, tag. Ich mache ein bisschen Pflege und ich bringe rüber dann. Ja, das ist lieb. Lass aber noch ein bisschen warten, weil es halt krank, weißt du. Ja, nee, das ist ja kein Problem. Soll er erstmal wieder ein bisschen fitter sein. Ah, der ist aber auch anfällig, oder? Ja, ist klein Mädchen, ich weiß nicht. Ich ist immer krank. Ja, aber das hatten die Vorbesitzer auch gesagt, dass der schon ein bisschen anfälliger ist. Im Gegensatz zu Medusa. Aber ja, gut, das macht halt der Name vielleicht auch. Ja, Medusa, starke Pferd. Medusa immer kämpfen. ja, das stimmt. Und gut reiten. Ich hab mir zwei neue gekauft. Mhm. Also, weiß nicht, ob du das schon gehört hast. Ja, mal gucken, wie die so sind. Aber ich konnte nicht anders. Ich habe wieder auf mein Herz gehört, wie du das gesagt hast. Guten Tag, ist gut. Herz ist immer wichtig. Ja. Auf Herz hören ist besser als auf Kopf manchmal. Das stimmt. Da gebe ich dir recht. Nee, aber super, vielen Dank, dass du Bescheid gesagt hast wegen Ice Cream. Sehr gerne. Ja, gucken wir. Vielleicht eine Woche warten, dann ich bringe vorbei. Dann machen wir das so. Dann, wie gesagt, auch wenn du ihn rausbringst, auch ruhig die Decke mit Halsteil. Ich gehe davon aus, dass das dann reichen sollte schon. Tag, wie gesagt, mit den Kräutern. Ja, wir telefonieren einfach nochmal, ne? Tag, tag. Und im Notfall, genau. Ach, wir finden eine Lösung. Ich wollte Bescheid sagen. Weiß nicht, was du meinst. Der Koffert kommt noch nicht. Ich muss warten, ein bisschen pflegen und dann nicht bringen. Ja, nein, alles gut. Das geht auf jeden Fall vor. Da wollen wir da gar nichts riskieren. Das muss ja nicht noch schlimmer werden, nur für den Weg her. Ich weiß ja, dass die beiden bei dir gut aufgehoben sind. Ich mach beste Pflege. Machst du? Ja. Das weiß ich. Hat er sich Heinrich übrigens bei dir wegen Reitunterricht gemeldet? Nicht. Dachte ich mir schon. Ja, ich weiß von nichts. Er hat gesagt, er hat dich angerufen. Ach, Heinrich, nein, niemals. Das habe ich ihm... Ich hab's mir gedacht. Ich hab es mir gedacht. Ja, es ist keine Ahnung, ich weiß nicht. Er hat nur gesagt, anrufen wegen Fährtransport, weißt du? Aber nichts wegen Reitunterricht. Nee, ich habe zu ihm gesagt, er soll sich bei dir melden wegen ersten Stunden und so weiter, dass er bei dir Unterricht nehmen soll. Sagt er, ja, das macht er auf jeden Fall. Niemals. Bei mir niemals gefragt. Und ich bin guter Lehrer, ich weiß nicht warum. Das habe ich ihm auch gesagt. Ja. Deswegen meinte ich zu ihm, er soll sich bei dir melden. Damit du ihm so erstmal schon die ersten Steps zeigen kannst. Aber gut, dann, wenn du die Pferde vorbeibringst, dann machen wir vielleicht direkt auch schon die ersten Stunden. Gut, dann machen wir so. Wenn du noch zwei Pferde hast, dann bringe ich mir Medusa Ice Cream mit und dann läuft Pferdeunterricht. Machen wir so. Sehr schön. Und ich gucke mir an, wo du jetzt bist. Das ganz genau. Weil du bist zu weit weg für mich, weißt du? So weit weg ist das ja gar nicht. Und ich komme ja auch immer mal wieder vorbei. Ja, ich hoffe. Ansonsten Telefon und WhatsApp-Videocall. Das können wir ja auch immer machen. Ja, gute Idee. Wie funktioniert auch immer? Ich weiß nicht. Ich bin ein alter Mann, weißt du? Ich weiß nicht. Zeige ich dir. Alles gut. Kriegen wir hin. Sehr gut. Gut, gut. Ich muss machen, weiter arbeiten. Ja, mach das, Bolek. Ne, liebe Grüße auch, ne? Mach ich, ne? Super. Schön, dass du dich gemeldet hast und danke dir nochmal. Bitte. Super, bis denn. Ja, tschüss. Tschüss. So, und mit dem Anruf
beenden wir das Ganze auch für heute. Wir sind hier bei Ralf und gucken uns dann in der nächsten Folge mal seine Kuh an, was da los ist. Ich hoffe wie immer, dass es euch gefallen hat und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.